Am nördlichsten Zipfel Sulzbachs, da wo der Eisbach aus Wald über Wiesen in den Ort fließt, fällt einem das blaue, architektonisch anspruchsvolle Gebäude aus Stahl und Glas ins Auge. Seit 1997 der Firmensitz der MBS AG. Mit rund 151 Mitarbeitern zweitgrößter Arbeitgeber der Gemeinde und als Produzent von Stromwandlern und Messumformern Weltmarktführer. Herr Gilgen, wie hat denn mal alles angefangen mit der MBS? Ganz klein? 1977 ganz klein, mit einem Wandler, pro Tag 8 Wandler. Und wir haben uns von Monat um Monat gesteigert. Nach 5 Jahren haben wir die ersten 1000 Wandler pro Tag produziert und wir produzieren heute 7000 Wandler pro Tag. Basis der heutigen Firma war die Zähleranstalt Rudolf Köhler, kurz ZARK, die 1942 aus dem bombardierten Düsseldorf ins Limpurger Land verlegt wurde. 1970 stieg Wolfgang Gilgen in die Firma ein und gründete 7 Jahre später die Firma MBS Sulzbach Messwandler GmbH, die sich rasant entwickelte. Wir haben 1977, nachdem wir 5 Hallen in der Eisbachstraße 33 gebaut haben, auf alle Grenzen waren, die Eisbachstraße 51 erworben und haben dort mit einer weiteren Halle begonnen, wo heute weitere 8 Hallen gebaut worden sind. Ja. Das blaue Wunder von Sulzbach, oder? Ja, die Lieblingsfarbe ist blau und dann kam der Pinguin. Das hätte ich jetzt gefragt, genau. Und dann kommt der Pinguin. Das Logo der Firma, weithin zu sehen. Vor paar Tagen habe ich von solchen Wandlern noch gar nichts gewusst und jetzt weiß ich, dass sie die Welt braucht. Der Wandler wird in allen Bereichen gebraucht, wo gemessen wird. Die Energie wird immer teurer und die Leute werden immer bewusster. Und was uns auszeichnet, wir haben jedes Jahr Neuentwicklungen und was wir durch unser vollautomatisches Lager haben, sofortige Lieferzeit. Und das ist auch der Erfolg. Um den Vorsprung im technischen Know-how zu behalten, braucht Wolfgang Gilgen fähige Mitarbeiter. Kreative Ingenieure, genauso wie gut geschulte Mitarbeiterinnen im Vertrieb. Diese sind aus ganz Deutschland zur Firma gekommen. Zuverlässige Arbeitskräfte in Produktion und Versand finden sich im Umfeld der Gemeinde Sulzbach-Laufen. Alle 18 Sekunden läuft in der MBS ein Wandler vom Band. Das heißt, hochtechnisiert geht's bei Ihnen ab, alles vollautomatisch, oder? Ja, wir können nur noch vollautomatisch arbeiten, weil die Handarbeit zu teuer ist. Die Lohnkosten sind etwas billiger. So, aber wir wollen in Sulzbach produzieren. Ergo, um im Ländle zu bleiben, ist Hightech überlebenswichtig. Genauso wie ein hoher Qualitätsstandard. Die MBS ist im Qualitätsmanagement nicht nur für den mitteleuropäischen Markt bestens aufgestellt. Sie besitzt auch die Zertifizierung und damit die Zugänge zum russischen und amerikanischen Markt. Außerdem ist die Firma Sitz der staatlich anerkannten Hauptprüfstelle. Jedes Produkt, das die Firma verlässt, wird auf Herz und Nieren geprüft. Geliefert wird bei der MBS just in time. Und das bei 25.000 verschiedenen Produkten. Möglich macht das eine ausgeklügelte Lagerhaltung und Auftragskonfektion über das neue vollautomatische Hochregallager. Wie von Geisterhand werden Kisten aus dem Regal gezogen. Über Transportbänder rollen dann die Teile zu den Arbeitsplätzen oder bringen fertige Serien zum Versand. Die gesamte Firma computergesteuert. Nach dem Willen von Wolfgang Gilgen ist das aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Was hat denn einer wie Sie noch vor? Also der von einer kleinen Firma zum Weltmarktführer geworden ist und der so agil ist. Und ja, was hat der für Pläne? Also wir haben, wo wir die erste 500 Wandler produziert haben pro Tag, habe ich richtige Angst bekommen und habe gedacht, ich werde ganz Sulzbach damit pflastern. So, heute produzieren wir 7000 Wandler. Unser Anstreben ist, das Doppelte zu produzieren, weil wir heute weltweit damit tätig sind und der Markt ist da. Und wir werden auch in 5 Jahren mit Sicherheit 50% an Mehrumsatz haben. Demnächst wird am Eisbach wieder gebaut. Die neue Anlage will untergebracht werden. Und auch in Ungarn wird zu den beiden bestehenden Werken noch eine hochmoderne Produktionsstätte dazukommen. Abschließende Frage an den Globetrotter.
Dagegen sind Sie gerne Sulzbacher? Jawohl, ich bin gerne in Sulzbach. Aber es ist schade, dass ich nur 1 bis 2 Tage in Sulzbach bin. Ansonsten bin ich an den Betriebsstätten, wo wir produzieren, oder bin weltweit bei Kunden unterwegs.